eine Stadt im Ruhrrevier. Wir beobachten mit unserer Kamera den jungen Mann da drüben an der Ecke. Er hat viel Zeit, sicher arbeitslos, ganz allein im großen Trubel. Aber nicht doch, da spricht ihn jemand an. Die beiden waren wohl einmal Klassenkameraden. Der in der Windjacke sagt zu seinem Freund, du bist aber fein in Schale, was machst du eigentlich? Ich? Ich bin doch Berglehrling. Berglehrling, sagt der andere, mit Schippe und Hacke? Mensch, Bergleute sehen doch ganz anders aus. Komm doch mal mit auf meine Zeche, da wirst du dein helles Wunder erleben. Die Erlaubnis zur Grubenfahrt ist gegeben und jetzt beginnt das große Erlebnis. Sie verwandeln sich in Bergmänner. Ein wichtiges Stück der Kleidung ist der Lederhelm, der den Kopf vor Stößen schützt. Der Neuling muss sein Feuerzeug abgeben, denn jede offene Flamme unter Tage bedeutet Gefahr. Es ist ein seltsam erregender Augenblick für den Neuling, wenn er zum ersten Mal eine Grubenlampe empfängt. Von ihr heißt es im Bergmannslied, und er hat sein helles Licht bei der Nacht schon angezündet. Die Einfahrt beginnt. Über eine eiserne Bühne geht es zum Förderkorb. Signal gibt das Zeichen zur Seilfahrt. Die Schläge hallen ins Maschinenhaus. Der Fördermaschinist steuert seine Kameraden, ohne sie zu sehen, sicher in die Tiefe. Der finsteren Nacht, die der Neuling erwartet hat, empfängt ihn helles Licht. Beherzt geht er auf die nächste Tür zu. Sie ist nicht verschlossen und lässt sich doch nicht ohne weiteres öffnen. Der Freund kennt das Geheimnis. Jede Grube braucht gewaltige Mengen Luft, die ununterbrochen den ganzen Grubenbau durchströmt. Kilometerweit ziehen sich die Gänge dahin. Wie schwankende Glühwürmchen erscheinen die Lampen. Man glaubt, in vollkommener Einsamkeit zu sein. Doch da donnert eine elektrische Grubenbahn heran. Die beiden Jungen haben Glück. Der Zug nimmt sie mit zum Leerrevier. Dieser Teil der Grube ist für die Ausbildung der Lehrlinge bestimmt. Es geht ruhig und bedachtsam zu. Alles, was im Lehrrevier gemacht wird, muss vorbildlich sein. Vielerlei Handfertigkeiten muss der angehende Bergmann erlernen. Er muss ja später alles auch allein machen können. Er lernt Schienen für die Grubenbahn legen. Im Grunde die gleiche Arbeit, wie sie der Eisenbahner über Tage verrichtet.
Nicht minder wichtig ist die sachgemäße Verlegung der Pressluftleitung. Der größte Teil aller Maschinenuntertage wird durch Pressluft angetrieben. Der Bergmann muss auch ein guter Maurer sein. Überhaupt vereinigen sich in seiner Kunst die Arbeiten vieler Handwerkerberufe. Nur das allerbeste Können waffnet den Bergmann gegen die Gefahren des Berges. Misstrauisch leuchtet der Gast das Gestein über sich ab. Doch der Fachmann erkennt auf den ersten Blick, hier ist das Hangende, so nennt der Bergmann die Gesteinsschichten über seinem Kopf, gut abgefangen. Der Bergmann muss stets Auge und Ohr offen halten, damit er die Sprache des Berges verstehen kann. Denn der Berg ist ein lebendes Wesen, ständig in Arbeit und Bewegung. Hier hat die Last des Gebirges einen Stempel gebrochen. Er muss sofort ausgewechselt werden. Zu diesem Zweck muss zuerst ein Hilfsstempel gesetzt werden. Ständige Überwachung und Pflege des kunstvollen Grubenausbaus ist oberstes Gesetz für den Bergmann. Der Stempel wird auf genaues Maß geschnitten und am Kopfende ausgekehlt. Am Boden liegt das Handwerkszeug, das sogenannte Gezähe. Es ist mit einem Drahtring zusammengeschlossen. Der Bergmann muss alle Werkzeuge bei sich haben, die er unter Tage braucht. Der gebrochene Stempel wird mit großer Vorsicht herausgenommen, um das Gebirge so wenig wie möglich zu beunruhigen. Ein Holz nimmt den neuen Stempel auf. Es ist eine zusätzliche Federung, die verhindern soll, dass der Stempel zu schnell bricht. Jetzt erkennen wir auch, warum der Stempelkopf ausgekehlt werden muss. Einmal, damit er sich der runden Form des darüberliegenden Holzes anpasst und zweitens, damit eine größere Auflagefläche erzielt wird. Nun kommen unsere beiden Wanderer endlich zu der die Kohle enthaltenden Gebirgsschicht, die der Bergmann Flöz nennt. Schüttelrutsche und Presslufthammer haben Schippe und Hacke weit überholt. Der angenehmste Teil der Schicht ist das Buttern, wie es in der Bergmannssprache heißt. Nun sind wir 100 Meter tiefer. Die Lampen, die da heranschweben, gehören unseren beiden Freunden. Der Bau, den die beiden so sehr bewundern, wirkt wie eine alte romanische Kirchenkuppel. Solch ein kunstvoller Ziegelsteinbau, von Bergleuten, nicht von Maurern errichtet, zeigt eindrucksvoll das Können des Bergmanns. Hier wird einmal einer der Drehpunkte des kommenden Verkehrs unter Tage sein.
Ja, hier müssen unsere Bergwanderer sogar kriechen, um die Arbeit beobachten zu können. Für so dünne Kohlenflöze wurde dieser Einkettenförderer entwickelt. Doch was wären die kunstvollen Fördermittel ohne den Hauer, der sie ständig mit Kohle versorgt? Erst unter seinen geschickten Händen entwickelt der Abbauhammer seine volle Wucht. Unsere jungen Freunde, schon ganz zünftig schwarz geworden, gelangen jetzt bei ihrer Grubenfahrt zu einem vollmechanisierten Abbaubetrieb. In der Laiensprache würde man sagen, sie sehen, wie die Kohle nur mit Maschinenkraft hereingewonnen wird. Die Schrämmaschine reißt mit einem System von Meißeln Schlitze in die Kohle, um sie zu lockern. Bis zu einer Tiefe von einem Meter unterschrämt die Maschine die ganze Kohlenfront von mehreren hundert Metern. Schichten müssen schnell gesichert werden. Sie verlieren sonst durch die entrissene Kohle ihren Halt. Die Sicherung geschieht durch den Ausbau, der vielleicht ebenso wichtig ist wie die Förderung. Stunden hat die Maschine gebraucht, um sich durch den ganzen Kohlenstoß zu fressen. Nun kommt sie zurück. Alles, was an losen Kohlen im Wege liegt, wirft sie auf ein eisernes Band, den Panzerförderer. Staunen vor der Wucht der Schrämmaschine gönnen sich unsere Wanderer eine kurze Ruhepause. Aber schon meldet sich ein neues Geräusch. Da läuft eine Antriebsmaschine. Was betreibt sie? Es ist ein seltsames Wesen, das da klirrend und blitzend auf unsere Freunde zukommt. Klein, aber unheimlich stark und beinahe bösartig sieht es aus. Es ist ein Schnellhobel, der wie ein Schreinerhobel vom Holz den Span, hier vom Flöz die Kohle abhobelt. Mit ungeheurer Kraft reißt die Kette den Hobel unten am Kohlenstoß entlang. Einmal aufgerissen, stürzt die darüber hängende Kohle nach.
gilt das dreifache Gesetz des Berges. Fördern, sichern, ausbauen. Verständigen sich die Bergleute durch Telefon und Lichtsignale. Und sammeln sich am sogenannten Füllort. Hier werden dann die Wagen mechanisch in den Förderkorb geschoben. Mit 16 Metern in der Sekunde saust die Kohle zutage. Nach beendeter Grubenfahrt sehen wir auch unsere beiden Freunde wieder über Tage. Überall im deutschen Bergbau gibt es diese Hygieneeinrichtungen. Aber unser Berglehrling hat für seinen arbeitslosen Freund noch eine besondere Überraschung. Es ist das Heim der Berglehrlinge, ihr Zuhause. Jedem dieser Heime steht ein Betreuer vor. Es ist der Heimleiter, der sowohl den Bergbau selbst wie die kleinen und großen Sorgen seiner Jungen kennt. Er verhandelt gerade mit einem Lehrling, der sich ein Rundfunkgerät zulegen will und der nun wissen möchte, ob sein Konto dafür ausreicht. Es wird sich machen lassen, denn ein Berglehrling bekommt von Anfang an einen sehr guten Lohn.
Kaum ein anderer Berufszweig bezahlt seinen Lehrlingen eine gleich hohe Erziehungsbeihilfe wie der Bergbau. Selbstverständlich darf unser Berglehrling seinem Freunde das Heim zeigen und ihn als Gast für den Abend aufnehmen. Für einen geringen Betrag werden die Jungen gut versorgt. Nützt der Berglehrling seine Zeit und bewährt er sich, so stehen ihm je nach seinen Anlagen reiche Aufstiegsmöglichkeiten offen. Wer strebsam ist und im Bergmannsberuf vorwärts kommen will, der kann später auch kostenlos eine Bergschule besuchen und eine ausgezeichnete Ausbildung als Ingenieur erhalten. Aber auch für die Spielratten ist gesorgt. Unser arbeitsloser Freund hat erkannt, der Bergmannsberuf ist vielseitiger, interessanter und vielleicht auch begehrenswerter als manch anderer Beruf, der Jugend augenblicklich verlockend erscheinen mag.